Es ist ein Weiter-so mit ein paar neuen Namen. Und diese neuen Namen, die würde es auch nicht geben, wenn die AfD nicht ununterbrochen Druck machen würde. Ich bin mal gefragt worden, wie wir das Jagen uns vorstellen. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass überhaupt jemand wie Jens Spahn bei dieser Kanzlerin Minister geworden wäre, wenn nicht seine Positionen, die zwar nicht unsere sind, aber die jetzt jedenfalls kritisch zu der derzeitigen CDU-Politik sind, wenn nicht diese Positionen plötzlich in der Basis der CDU offensichtlich großen Widerhall finden. Das heißt, nur unsere Stärke, nur unsere Wahlerfolge garantieren überhaupt, dass diese Bundesregierung sich, wenn auch in Millimeterschritten, mal in eine richtige Richtung bewegt. Dieser ganze Koalitionsvertrag atmet den Geist einer absoluten Staatsfixierung. Von den Bürgerinnen und Bürgern wird eigentlich nur gesprochen als von den Bedürftigen, von den Schwachen, von den Patienten, um die man sich kümmern muss. Die breite Mitte im Land, die eigentlich nur gute Rahmenbedingungen erwartet und sich eine Politik erhofft, die es ihnen erleichtert, im Leben voranzukommen, die findet überhaupt gar nicht statt. Insbesondere der Klimabereich ist einer der Bereiche, wo es nicht nur eine Lücke gibt, sondern wo es zum Teil einen Rückschritt zur alten großen Koalition gibt. Und das ist wirklich fatal. Das ist nicht nur fatal angesichts der Klimakatastrophen, sondern das ist auch fatal angesichts dessen, dass sich ein Herr Trump verabschiedet hat und ein Herr Macron sehr deutlich gemacht hat, wir müssen hier als Europäer gemeinsam stehen und auch gemeinsam in einer globalisierten Welt deutlich machen, dass Völkerrecht für uns nach wie vor gilt. Und das tut die große Koalition eben nicht, weil sie hat das Klimaziel 2020 erst aufgekündigt, dann hat sie gesagt, mal gucken, was passiert. Aber mit mal gucken, was passiert, sparen wir keine Tonne CO2 ein.